Moin Moin, hier ist Christian von The Maltet, ich grüße euch. Heute sind wir in der Space Site unterwegs und wir haben eine etwas kontrovers aufgenommene Abfüllung auf dem Tisch stehen, den Tamdu 18, der zum 125-jährigen Bestehen der Brennerei Tamdu rausgekommen ist. Ist limitiert, allerdings relativ großzügig mit 18.000 Flaschen. 1.200 Flaschen haben den Weg nach Deutschland gefunden und die Brennerei wurde 1897 gegründet, brennt auf 3 Wash und 3 Spirit Stills und hat ein Produktionsvolumen von über 4 Millionen Litern im Jahr. Diese 3 Wash und 3 Spirit Stills sind in sogenannten Pairs angebracht. Das heißt, man hat immer eine Wash und eine Spirit Still nebeneinander, parallel laufen. Und die haben eine, ja, unten relativ bauchige, zwiebelige Form, die dem New Make bzw. dem Spirit so eine richtige Fülle und Tiefe bringen soll. Und das habe ich bis jetzt immer bei Tamdu gefunden. Man sagt ja auch Tamdu so ein bisschen geschmackliche Nähe zu McKellen nach. Kann ich zum Teil nachvollziehen, zum Teil eben manchmal auch nicht. Und diese Abfüllung wurde deswegen so kontrovers besprochen, weil sie im Gegensatz zu dem 15-Jährigen, der so um die 80 Euro kostet, 75 bis 80 Euro, kostet diese Abfüllung 170 Euro. Ich habe sie für etwas weniger, 165 Euro bekommen. Allerdings, das ist echt eine Menge Geld. Und man, wenn man jetzt ganz normaler Etikettentricker ist, dann sagt man, 3 Jahre mehr Reifung, was bringt das? Natürlich haben hier auch die Fässer einen großen Einfluss. Hier wurden 78% First Fill Sherry Fässer benutzt aus europäischer Eiche, 20% Sherry Fässer aus amerikanischer Weißeiche und 2% Refill Fässer. Es wurden Fässer benutzt von dem kleinsten Hogshead um die 250 Liter bis zum größten Sherry Butt mit 500 Litern. Füllmenge. Ja, und diese Flasche kommt in diesem gewöhnlichen, schön anmutenden, wie soll man das nennen, Karton, offenen Karton, Display-Karton daher. Ist echt schön gemacht mit ein paar Informationen. Hier die Tasting Notes, hier noch ein bisschen was zur Brennerei. Sehr stabil gemacht. Finde ich allerdings immer so ein bisschen, weil ist offen und da kommt natürlich Licht an die Flasche. Muss man die Flasche so ein bisschen, aber ich stelle die meistens immer so ins Regal und dann habe ich nicht das Problem. Die Flasche hat diese herrliche, ja, viktorianisch anmutende Form. Finde ich sehr schön gemacht. Sehr schwerer, dicker Boden. Sehr wertig. Ob das jetzt immer noch den Preis rechtfertigt, ich weiß es nicht. Die Abfüllung kommt mit 46,8% Volumen daher, wurde nicht gefärbt und auch nicht kühl gefiltert. Ist also naturbelassen, hat eine richtig schöne Bernsteinfarbe. Und wie gesagt, bei den Fässern, die benutzt worden sind, habe ich eigentlich sehr große Hoffnung, dass der doch sehr munden wird. Ob bei dem Preis immer gerecht wird, das muss jeder Einzelne für sich beurteilen. Das ist ein teures Hobby, wir wissen das. Und dieses ganze Gejammer um irgendwelche Veröffentlichungen finde ich immer so ein bisschen müßig. Jeder weiß, worauf er sich da eingelassen hat. Und jeder weiß, dass die Preise im Lebensmittelbereich, im Energiebereich und natürlich auch bei den Spritkosten immer höher werden. Ist leider so. Gut, genug des Gesabbels. Schauen wir mal, was der Whisky so an der Nase kann. Oh. Und hier habe ich natürlich das volle Brett. Ich habe überreife Aprikosen, ich habe Mirabellen, Pflaumen, eine Nussigkeit, Pekannüsse. Eine Walnuss, leicht haselnussig. Das waren übrigens alles Oloroso-Sherry-Fässer, seasoned Oloroso-Sherry-Fässer aus dem Jerez, aus dem Weingebiet, aus dem auch die meisten Seasoned-Fässer eigentlich kommen, auch für McKellen.
Also im Gegensatz zum 15-Jährigen, der eher so diese, ja, matschigen Erdbeeren hatte, die zuerst so in die Nase stachen, hat der hier so die Aprikose, die Mirabelle, helle Früchte mehr. Nicht so die roten. Und wie gesagt, Trockenfrüchte, Datteln, Feigen. Eine tiefe Nussigkeit. Auch leicht, leichter Karamellton. Also Nase ist ja wunderschön. Typischer, ja, länger gereifter Sherry-Whisky. Und diese Nussigkeit wechselt sich immer ab mit der Fruchtigkeit. Das ist echt schön. Slanjwa auf euch. Wow. 46,8%. Alkohol ist richtig gut eingebunden. Jetzt macht die Frucht noch ein bisschen mehr auf. Nochmal ein bisschen Pflaume, Mirabelle, Aprikose. Jetzt habe ich auch ein bisschen vielleicht doch wieder so ein bisschen rote Beerenmarmelade am Gaumen. Jetzt kommt die Trockenheit von Oloroso. Jetzt kommen die Nüsse. Mittellanger wärmender Abgang. Boah. Der ist gut, der ist richtig gut. Übrigens habe ich das Sample, dieses kleine Sample, was ich bekommen habe, ist ein Sample von der Michelle von Mayhem, den Kanal von ihr, den ich unbedingt empfehlen kann. Verlinke ich euch in der Infobox. Mal reinschalten, mal reinschauen. Da gibt es richtig tolle Videos zu Michelle Couvreur. Die ist der absolute Spezialistin. Und macht das mit auch sehr viel Witz und Charme, die ganze Geschichte. Also unbedingt mal reinschalten. Michelle van Mayhem, merken. Aber bemerkenswert ist auch dieser Whisky. Man merkt, dass der noch runder, noch sherry-lastiger ist als der 15-Jährige. Der 15-Jährige ist mehr so, ja, mehr süffiger, ne? Hat diese roten Beeren, diese eingefrorenen und dann wieder aufgetauten Erdbeeren, wo dann dieser gezuckerte Erdbeersirup dann vielleicht rausläuft. Und der hat hier mehr so diese Aprikose, die man bei den älteren Sherry-Whiskys hat. Also gut ist der. Aber der Preis ist wirklich, ja, so ein bisschen abstoßend. Für 120 Euro hätte man den vor 5 Jahren bekommen. Jetzt muss man eben, wie gesagt, 160 bis 170 Euro auf den Tisch legen. Muss man sich überlegen. Aber dann du kannst. Oh ja. Der zweite Schluck ist noch mal voller, noch mal intensiver. Wieder Nüsse, abwechselnd mit der Fruchtigkeit der hellen Früchte. Und so ein bisschen auch sowas, ja, so kandierte Früchte, karamellisierte Früchte sind auch dabei. Wunderschön, kann ich empfehlen. Wie gesagt, Hürde ist der Preis. Da kann man nicht, oder das kann man nicht kleinreden, das ist so. Soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt mir gewogen. Bis denn. Tschüss.